damit hallihallo und herzlich willkommen hier wieder auf Microverse TV. Ich bin's, der Bio, und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge hier zum Fernbus-Simulator von TML Studios. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Wir fahren heute wieder nach Hause. Gamescom ist für uns abgelaufen. Wir sind ja hier am Samstag sind wir angekommen, morgens um irgendwas mit 8:30 Uhr. Und jetzt fahren wir wieder ab um 20.40 Uhr. Das war's. Wie gesagt, wir werden wahrscheinlich super Knülle sein, aber es ist wurscht. War hoffentlich ein spannender Tag, ein aufregender Tag. Ja, wir fahren heute, wie gesagt, also von Köln nach Berlin zurück, machen einen Umweg leider, denn wir haben inzwischen halt wir haben einen Zwischenhalt in Frankfurt am Main. Und da werden wir dann 1,5 Stunden warten müssen, jetzt nicht im Spiel. Ich habe das hier ein bisschen so gemacht, dass wir dann halt zwar 5 Minuten hier warten müssen, das werden wir auch dann nachspielen, dass wir hier wirklich 5 Minuten warten müssen. Bei mir sind es dann aber mal eben schnell 1,5 Stunden. Und die Ankunft, die ist irgendwas so mit 1 Uhr, 2 Uhr oder was war mir so im Kopf. Und dann geht's Richtung Berlin zum Alexanderplatz. Ich würde sagen, wir fahren gleich los. MAN haben wir heute übrigens gewählt, wie wir es ja schon in der ersten Folge gesagt haben, jetzt wo wir zu Gamescom gefahren sind, sind wir mit dem Neo-Plan. Jetzt geht's zurück mit den MAN, damit wir einfach mal auch alle Busse mal wieder gesehen haben. Typisches Flixbus-Design ist natürlich drauf. Deswegen würde ich sagen, los geht's. Wir öffnen die Türe und setzen uns an unserem Platz hier. Ist relativ dunkel. Hinsetzen und wir starten mal die Engine. So, alles an. So, wie war das jetzt hier? Nö. Nö. Okay. Nö, nö, nö. Okay. Also ihr seht, ne, wir fahren jetzt hier. Ich wollte gerade sagen, irgendwie höre ich den Bus nicht. Sehr mysteriös. So. So, Berlin über Frankfurt. wie gesagt, 20.40 Uhr ist Ankunft. Es ist 22.28 Uhr. Wir haben da ein bisschen Zeit, bis wir da ankommen. Achtung, Bremspedal drücken. So, wir machen jetzt erstmal alles an hier. Ist ein bisschen warm hier drin. Ne? Ja, ich glaube, 24 ist okay. So, wir müssen leider mal hier gucken. So, okay. Irgendwie. Ah, jetzt hat er Licht an. So, also das ist er hier. Warum auch immer das hinten so dunkel ist und vorne so hell ist. Wird schon seinen Grund haben, hoffentlich. Denn mehr Lampen können wir jetzt hier sowieso nicht einschalten. Von daher schließen wir die Türe. So, muss man mit dem Pedal mal wieder hier. So, legen den Gang ein. Hallo und nein. Herz. So, und da geht's los. Da blinkt irgendwas. Erkenne ich nicht. Ja, haben schon einiges gesehen. Die Gamescom, die läuft ja nun gerade. Und viele Leute sind ja schon dort unterwegs, weswegen wir uns da schon mal so ein bisschen umgeguckt haben. Mal geguckt, was es da so gibt. Und ja, es war einiges. Zum Beispiel The Bus. Also das ist nicht der Citybus Simulator Berlin, sondern er nennt sich wirklich The Bus. Und spielt natürlich aber in Berlin. Ja, es ist fast die gleiche Engine, die sie jetzt hier auch schon benutzen. Das ist nicht verkehrt. Die Unreal Engine ist eine gute Engine. Die macht einiges sehr definitiv. Was mich halt so ein bisschen stört an der ganzen Sache, ist, dass es eigentlich genauso aussieht wie der Fernbus-Simulator. Bloß, dass man das jetzt halt alles ein bisschen kleiner gemacht hat, weil klar, wir fahren nicht mehr innerhalb Deutschlands, sondern wir sind jetzt wirklich auf Berlin, oder es ist auf Berlin konzentriert. Und in diesem Video, in diesem Gameplay-Video, hat man dann ganz schön den Alexanderplatz gezeigt. An sich, so die ganze Umgebung, das wirkt schon sehr nach dem Alexanderplatz. Ich finde das auch sehr gut, wie sie das alles nachgebaut haben. Meine ich als Berliner, ja, kann das beurteilen. Was mir nicht gefällt, und zwar sind die ja gefahren. Und das, was ich hier oft gesagt habe, von wegen, dass das hier alles ein bisschen verwaschen aussieht, das ist in dem neuen
Fernbus in dem neuen The Bus immer noch. Ich weiß nicht, warum das eigenartig aussieht. Komme ich nicht ganz drauf klar. Weil das Bild, das ist halt nicht scharf. Es wirkt halt irgendwie alles komplett unscharf. Vielleicht erwarte ich auch einfach zu viel von der Simulation. Aber ich meine, auch Omsi, ja, schafft es. Ach, wieso falsch gefahren? Mist. Ach, natürlich, jetzt haben wir hier das Problem. Das wird sich hier natürlich wieder vor allem stehen hier. Ja, das ist auch blöd, ja. Wenn du dich verfahren hast, ja, dann geht nichts mehr. Sollen wir leider auf dem Bordstein fahren. So, ich bin jetzt mal ein bisschen dreist, sitze ich hier und schmeiß mich mal hier auf die Kreuzung rauf. Würde man natürlich so nicht machen, aber wir haben eine Rückfahrkamera, von daher passt das. Ja, also, genau, also da hat man dann halt auf jeden Fall schon das neue Projekt gesehen von dem The Bus. Wie gesagt, an sich mag ich es sehr, es sieht sehr gut aus, also Berlin wurde richtig gut nachempfunden. Und, was man ja auch mal sagen muss, es spielt in einer neueren Zeit, ja, Omsi ist ja so ein bisschen, also gerade die Standard-Map Spandau, ja, ist ja 1990 angelegt, das ist natürlich schon, ja, 27 Jahre, das ist natürlich eine lange Zeit, ja, natürlich, da hat man dann halt wirklich versucht, das alles neu zu machen, einfach mal alles auch besser zu machen, dass es wirklich halt auch modern aussieht, mit vielen Baustellen hat man gesehen. Was mir an diesem Video schon nicht gefallen hat, war die Physik des Busses. Und zwar bremst er da. Das sieht aus, als ob sich der ganze Bus einmal vorn überkippt. Und das sieht einfach mal unrealistisch aus. Ja, wie gesagt, die KI ist wieder ein großes Problem an der ganzen Sache. Die hat sich da in diesem Video auch schon relativ dämlich verhalten, was ich ein bisschen eigenartig fand. Aber naja, gut, da ist ja noch ein bisschen Zeit, denn die Simulation soll offiziell nächstes Jahr, also 2018, soll The Bus erscheinen. Von daher haben sie natürlich noch ein bisschen Zeit, da so ein bisschen rum zu experimentieren. Auch soll es DLCs geben. Der Scania Citywide, den man da zum Beispiel drin sieht, soll auch nicht der einzige Bus sein, der zur Verfügung stehen wird. Da wird wahrscheinlich noch so die eine oder andere Firma mit dazukommen. Ob es da ein Solaris gibt, bezweifle ich fast. Schön wäre es natürlich, weil sie wollen natürlich das Berliner Feeling übernehmen. Ja? Alles modern, alles toll und alles schick. Ja? Und da halt so ein alter Solaris damit reinpasst, mag ich schon fast zu bezweifeln. Obwohl man einfach mal sagen muss, der Solaris ist ein Bus, der ist schon alltäglich in Berlin. Aber wir haben davon ja ein paar. Ja, sonst zu den Touren. Wie gesagt, wir zum Beispiel fahren wir halt wartet mal, muss man uns kurz mal hier raus switchen. So. Genau, fahren wir in relativ moderneren, wo waren wir jetzt? Wie gesagt, mit dem Scania Citywide. Ja, das ist halt Geschmackssache. Da müssen wir mal gucken. 2018 habe ich auch schon gesagt, soll es erscheinen. Ja. Genau. Es soll zukünftig modbar sein. Der Bus. Man soll halt in diesem, also er soll ausgereifter werden, so wie sie es auch versuchen, jetzt in den Fernbus-Simulator mit einzubringen, dass man hier auch noch so ein bisschen halt auch Strecken, Städte, alles so neu bauen kann. Das soll dann halt auch irgendwie in The Bus möglich sein.
muss man ja gucken, ob die da halt auch so einen klassischen Karteneditor benutzen, ob man da eigene Objekte zum Beispiel benutzen kann oder ja, ob das nur feste Bestandteile praktisch jetzt aus dieser Simulation dann praktisch sein werden, was natürlich den Vorteil hätte, wenn man halt diese Objekte benutzt, dass man halt keine zusätzlichen Extra-Mods braucht, wie zum Beispiel bei OMSI. Da ist aber dann wieder natürlich, wie funktioniert das Ganze mit den Straßen und wird das alles auch am Anfang wieder verfügbar sein und. Also das sind viele, viele Fragen. Und noch ein anderer wichtiger Teil, den ich befürworte, wo ich eigentlich ganz ehrlich sage, oh, wenn die das mal hinbekommen, dann wäre das ja mal eine absolute Extraklasse. Und zwar soll es der Multiplayer-Modus sein, den es in The Bus geben soll. Und da ist halt die Besonderheit liegt wirklich darauf, dass sie halt auch versuchen, ein Wirtschaftssystem mit einzubringen. Aber der Multiplayer greift in das Wirtschaftssystem mit ein. Das heißt, dass ihr mit bis zu 4 Leuten auf einer Strecke fahren könnt. Und das ist eine coole Sache, muss ich ganz ehrlich gestehen, wenn die das wirklich hinbekommen. Dass man dann halt, es ist denn nicht so, dass ihr die nur auf einem Minimap seht, sondern sie fahren euch tatsächlich an euch vorbei. Ja, so. Und da muss man mal gucken, wie die das umsetzen können, wie das mit der Synchronität aussieht von dem Multiplayer-Modus, also in den sogenannten Online-Modus. Wie sieht zum Beispiel das Wirtschaftssystem aus? Das waren alles so Fragen über Fragen, die der Entwickler bis dato jetzt noch nicht sagen konnte. Es aber super interessant ist, was aus diesem Projekt wird. Und da muss man dann natürlich gucken, verschmerzt man denn? Also, versteht mich nicht falsch. Der Fernbus-Simulator ist nicht hässlich. Und auch The Bus ist nicht hässlich. Ich finde aber, es sieht irgendwie anders aus. Also, ich meine, ganz ehrlich, The Bus ist, oder auch der Fernbus-Simulator, ich finde das schon relativ bunt. Die Welt sieht schon relativ bunt aus. Wir haben richtig grüne Blätter, die Autos, die glänzen alle, die Straßen, Asphalt, alles perfekt, ja. Wenn die Welt wirklich so aussehen würde, glaube ich, da hätte die Menschheit wirklich keine Probleme. Das macht halt OMSI einfach mal einen Ticken besser, ja. Das sieht halt irgendwie alles so doch schon so tatsächlich aus. Was natürlich daran liegt, ja, dass sie halt Fotoobjekte praktisch benutzen. Wie kann man es erklären? Also die bauen halt relativ wenig. Das sind alles nur so eine Fototexturen. Wie wir es jetzt hier zum Beispiel sehen, das ist alles nur abfotografiert, das ist jetzt nicht. Aber sonst versuchen die hier die ganzen Objekte wirklich selbst zu bauen. Und das ist ein wichtiger Punkt, ja, den man einfach nicht vergessen darf. Hört sich das alles, was der Entwickler, also TMS Studios bis dato jetzt gesagt hat, sehr interessant an. Wir werden uns diesen The Bus auf jeden Fall angucken, schon alleine, weil es halt in Berlin spielt, ist es für uns ein Pflichtprogramm. Da kann die Simulation wahrscheinlich auch noch so räudig sein. Wir müssen es uns einfach angucken, weil halt Berlin, ne? Und so oft kommt es halt nicht vor, dass in Berlin mal hier irgendwas fährt, ja. Was wahrscheinlich bei euch genau das gleiche sein wird, da bei euch in der Stadt wahrscheinlich auch das eine oder andere fährt, die das auch gerne mal sehen würdet, wollen und das aber einfach nicht existiert. Deswegen für uns eine große Sache hier in Berlin, zumal wir auch den Ort kennen. Wir kennen so in etwa die Route, die der Bus da abfährt und wird auf jeden Fall spannend sein und auch spannend zu sehen sein, wie die das wirklich alles nachgebaut haben. Also wie gesagt, in dem Video sieht man schon eine richtige Fahrt, zwar leider ohne Fahrgäste, ohne Ticketverkauf. Es gibt auch mehrere, zwei Modis für den Casual Gamer und für den Hardcore Simulant, ja. Gibt es dann halt zwei verschiedene Modis. Zum Beispiel ist in der Casual Version, also für die Leute, die einfach nur fahren wollen, sich um das Ganze alles drum und dran nicht kümmern, fahren die ganz normal ihre Tour und da wird nicht abkassiert und müsst euch natürlich über die Haltestellenbremse, also so wie wir es eigentlich praktisch aus OMSI kennen, wenn ihr da wirklich auf vollen Realismus spielt, wisst ihr ja selbst, was man da alles machen muss. Und das war halt in dieser Casual-Version von dem The Bus nicht möglich, also ist nicht mit dabei. Ihr fahrt praktisch an der Haltestelle ran, die Tür geht automatisch auf, die Leute steigen ein, haben alle ein Ticket und die Tür geht wieder zu, wenn ihr losfahrt. Fertig. Wow.
sehr, sehr spektakulär. Aber man hat halt den richtigen Simulationsfan natürlich da in dem Sinne nicht vergessen. Und macht es praktisch so wie bei OMSI mit Haltestellenbremse, Tickets verkaufen und und. Also es wird wirklich spannend. Als Eingabequelle wird die Tastatur natürlich verfügbar sein, wahrscheinlich auch die Maus, ne? So dass man, gibt es ja glaube ich auch in den Fernbus-Simulator, kannst du ja auch mit Maus fahren. Denke ich mal, dass sie das auch wieder mit einbauen. Lenkrad, klar, wird unterstützt und wird auch in dieser Simulation empfohlen. Aber auch wie jetzt hier bei dem Fernbus-Simulator, hieß es möglich, dass ihr mit einem Controller spielen könnt. Also auch nicht so oft. Ich glaube, um sie mit einem Controller zu spielen, ich glaube, das ist. Aber obwohl, lass mal. Der Linus fährt mit einem Joystick. Also. Ja, er ist da auch sehr speziell. So, wir sind schon mal zu spät an der Haltestelle angekommen hier. Wir haben ja jetzt schon die ganze Folge gebraucht, bis wir den Bus hier erstmal abholen können. Den Bus abholen können, die Leute abholen können. Ja. Sonst gibt es eigentlich von The Bus erstmal nichts zu sagen. Wie gesagt, Release ist 2018, nächstes Jahr erst. Dauert leider ein bisschen bis dahin, aber es wird auf jeden Fall spannend zu sehen sein, was die da draus machen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bedanke mich, sage ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss!